Hallo, ich erzähle dir heute etwas über die Glosse. Die Glosse ist ein kurzer journalistischer Text. Du findest eine Glosse zum Beispiel in Zeitschriften, Zeitungen, aber auch online. Eine Glosse behandelt aktuelle Nachrichten. Das bedeutet, dass sie sich mit dem auseinandersetzt, was gerade aktuell in der Welt passiert. Aber anders als in normalen Nachrichten wird der Text nicht sachlich beschrieben, sondern benutzt Stilmittel. Wie zum Beispiel Ironie, Sarkasmus oder Übertreibung. Der Text wirkt dadurch oft überspitzt, aber auch witzig. Der Autor, der die Glosse schreibt, braucht trotzdem großes Fachwissen darüber, was er schreibt. Insgesamt möchte der Autor seine Meinung darstellen. Das heißt, die Glosse ist meinungstragend. Aber die Glosse soll auch den Leser dazu animieren, seine eigene Meinung auszubilden. Das heißt, sie ist meinungsbildend. Das sind die wichtigsten Merkmale über die Glosse. In unseren Texten findest du noch mehr Informationen über die Glosse und weitere Aufgaben. Viel Spaß beim Lernen!